So, okay. Okay, ich dachte, er wird Verstärkungstruppe rufen. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen nervig. So, kriege ich ihn ja kaputt. Komm, ein Crit. Ja, zwei Crit, das hätte ich gebraucht. Ich gebrauchen müssen. Das ist eine andere da. Komm her, du. Ich treffe immer. So, ich werde mit Vale ja gegen den Hauptcharakter kämpfen. Muss ich sie mal dahin bewegen. So, die Frage ist natürlich wieder, er kommt aber schon auf uns los, sobald wir in seiner Reichweite sind, ne? So, jetzt nochmal Corin hier wieder. Schön voll, glaube ich. Also wir können ihn festhalten. Nein, war nicht wieder richtig. So, jetzt muss ich wieder um dieses blöde Ding hier um herum kämpfen. So, ich gehe hier hin mit dir. Die beiden kümmern euch um den. Dich mal platt. Sehr cool. Und mal drauf, Charakter auf Level 15. Ist jetzt irgendwie keine schlechten Level-Ups bisher. So, und dich kann ich da bestimmt schon mal bearbeiten. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, das wird mich ja nicht abhalten, ne? Ich kann natürlich ihn eben bewegen, ne? Mal ab hier, da wird aber nicht so viel Schaden machen dagegen, ne? Kann ich ihn anlocken? Das habe ich extra für sie ja den Tanz hier. Ich habe voll aufgeladen, aber hey, warte mal. Wenn ich mit euch beiden hier reingehe. 19 wird nicht reichen. Obwohl er macht eine Menge Schaden. Nein, verdammt. Einer von euch wird ja wohl kritten. Nein.
Ja. Wenn jetzt keiner davon krittet, dann muss ich nochmal laden. Okay, einer von denen hätte kritten müssen, uns mal ganz ehrlich. Ich meine, können daneben hauen, aber nehme ich stark an, hat das nicht. Nee. Ja, cool. Okay. Oh, du gehst aus deinem Ding raus. Ja, die sind hier unten aufgetaucht. Na gut, dann warten wir eben hier. Kämpfer. Gott sei Dank sind da Axtkämpfer. So, oh, ich sehe jetzt nicht, wie viel Schaden ich gegen die mache. 27, 3. So, wenn er jetzt mit Ahnung, mit Einschlag. Leuten kann ich mich hier schon wieder nicht näher, ne? Cool, ich bin schon wieder gefangen. Aber Verteidigung achten. Oh, also 154, 149. Ja. Ich meine, das ist das Einzige, was ich hier machen kann, ne? Kriegt ja eure Heilung voll. Entschuldige, was? Ganz wichtig mit 24% treffen. Hallo? Kann ich da rein? Kann ich sogar. So, und er muss hier in der Nähe bleiben. Einfach nur. Weil damit er hier die mit abschießen kann. So, und ich schicke hier hoch, damit du hoffentlich irgendjemanden da erreichen kannst. Was du nicht tust. Weiß, wenn ich dich hier platziere. Aha. So, jetzt wirst du so langsam und sicher mal da reingehen zu dem Typen. Wenn der mit seinen Dings gleich hier ankommt, ne? Ich meine, er wird da sowieso hier mit. Jetzt habe ich noch 4. Ja.
Ich komme noch nicht mal da dran. Kollege. Das gibt's jetzt nicht. Das ist die gleiche ING wie vorhin, ne? Ich krieg zu viel an. Das krieg ich ja nicht down. Ja, kümmere mich an. So, warum müssen die alle mit so blöden Silber die ganzen? Du hast nicht einen Wärmtöter dabei, ne? Irgendwie habe ich die nie dabei, wenn ich die genau brauche. 43. Ich meine, die wird gar nicht getroffen, sehe ich gerade. Ha, das war doch gleich. Ah, da muss ich mal den Dings hier. Hey, warte. Blutgang. Magischer Angriff. Da wird aber nicht so viel Schaden machen. Na, versuchen wir mal. Hm. 133, das ist immer noch genug, ne? Damit komme ich irgendwie nicht mehr voran, habe ich so ein Gefühl. Wird jetzt ja euch hier weggepustet, ne? Sternenblitz, null Schaden. Mit dem Rapier? Anscheinend ja, ne? Ja, ne? Wahrscheinlich. Wäre aber ein bisschen lahm für den. Wenn ich gut das Spiel mir sagt, wie viel Schaden hat. Alter. Wie viel Schaden hat sich mir abzieht hier. So, ich nehme ja hier den hier wahrscheinlich, ne? Noch geben. Ich meine, sie wird sowieso wieder weggepustet. Ich glaube, ich schicke sie hier unten hin dann. Verstärkung. So. Oh ja, das ist mehr Schaden, als ich gedacht habe. Nein, der hat mich nicht erreicht. Ja, der wird mich nicht treffen. Kann eigentlich beruhigt ihre Heilung einsetzen, ne? Hier wird sowieso nicht getroffen. Okay. Oh. Okay, sie wird aber nicht ganz hier weggepustet.
trotzdem voll nervig hier. Ich muss ihn hier anlocken. Machen wir am Ende des Zuges. Ich mache das wieder am Anfang des Zuges, ne? Und dann klappt das nicht. Dann kann ich mir den ganzen Zug neu machen, ne? So, wer will mal schnuppern? Ich meine, darum komme ich sowieso nicht mehr mit den anderen. Also haben wir ja rein. Alter Butcher, was ist los? Irgendwie macht er jetzt nichts mehr an Schaden. Da bin ich mir hier nur ein. So, ach, ich wollte doch Bell da oben hinpacken für den Hauptcharakter. Ich vergesse es die ganze Zeit. Mein Gott, ey. Ja, ich meine, ich muss mich erledigen jetzt. So. Selbst das tut ihr nicht erledigen? Das gibt's jetzt nicht. Ah, ist ein bisschen zu wenig. Oh, warte hier. Ja. Zack, kaboom und zisch und flieg und... Boah, sehr gut. Ist auch Level 16. Jetzt hier rein, eiskalt. Hau ihn kaputt. Man, aber dich hoffentlich kaputt. Nein, tun wir nicht. Ah, wenn ich damit kritte, dann ist er weg. Da wäre jetzt sehr gut gewesen. Und schon, ich sag's nur mal. Ich habe mir Muskel. Tut mir leid, Prinz. So. So. Jetzt müssen wir uns langsam um den da kümmern. So, wie geht's hier rein? Wer kann am besten von euch treffen? 54, alle. Und ich krieg den nicht getroffen. Ich meine, ich krieg die getroffen, aber das ist schwierig. Wohl. Okay. Mehr ausweichen, nämlich. Haben wir uns einfach von denen fern, würde ich sagen. Können aber auch den hier machen. Ja,
Das sind so gruselige Zahlen. So, er ist erst Level 14. So. Blödes, ich bin in einer Reichweite von zwei Leuten wieder, ne? Aber ja, machen wir so. Also was? Machen wir so. Jetzt mal die U-Bahn ein. Die U-Bahn. Jetzt müssen wir nur noch ihn für benutzen, ihn festzuhalten. So. Und er bleibt genau da stehen. Das heißt, er wird getroffen. Na ja, komm, da hoch zu. Bitte mach mir nicht so viel Schaden mit dem Rapier. Du machst nur 30% von dem üblichen Schaden, mal 9. Ne? Wir machen nichts an Schaden. Nimm das! Eine unüberwindliche Festung. Wie eine Schildkröte, die sich in ihrem Panzer zurückgezogen hat. Okay. Keine Verstärkungsgruppen. Ich glaube, wir haben den Kampf. So. Ich weiß, ich sag auf so. Noch drei Gegner übrig, cool. Aber gut, wenn sie noch Level 15 erreichen würde, ne? Ich kann dich ja festnageln, ne? Ich habe jetzt noch nie jemanden gesehen, der dagegen immun war. Du hast keinen Dialog mit deinem Würmgott. Sein Nummer 1 Fan. So. Muss man nur noch dich erledigt kriegen. Jetzt mit dir nach oben hin, weil ich will diesen Dialog haben. Oh, wir sind schon Zug 14, sehe ich gerade. Aber ich komme da neu hin, ne? Ja. Aber der 15. Zug, der zählt ja auch noch, ne? Das Einzug danach habe ich immer noch, ne? Soweit die Theorie. Moment. Nein. Jetzt kommt Fogado mitten aus dem Nichts. Und er hat einen Stuhl. Dich.
Ja, hier kommt Sporado. Where the steel chair? Boom. Gleichfalls. Oh, was? Cool. So, dann haben wir eigentlich das Kapitel erledigt hier, ne? Würde ich sagen. Müssen wir nur den Typen hier schaffen zu erledigen. Lanzenstrahl. Cool. Level up. Viele gute Level ups heute. Bin ich ja 15 Züge schon wieder, aber so viel Zeit hier irgendwie hingezogen haben, ne? Ich habe keine Fernkampf mit ihm. Ich habe eine Fernkampfwaffe. Okay, da war eine Menge Erfahrungspunkte. Na, warte mal, warte, der Bogen irgendwie mehr Erfahrungspunkte gibt. Nee, doch, stand da. Das war so selten ein, ne? Mal zweimal angreifen. Okay, das war sehr guter Gebrauch davon. Hier schon immer so Flügel da. So, das war mal nochmal. Wenn sie nochmal krittet, dann war eine perfekte Nutzung von diesem Skill. Hier will ich jetzt nicht die Leiste da abziehen, einfach nur, weil sie schon so gelevelt ist. Uff. Ich meine, warum nicht, ne? Ja. Problem ist, er wird jetzt mal einmal hochheilen, ne? Wegen Marvs Fähigkeit. War hinter einem Stein. Ich will es nur mal sagen. So, das ist der letzte Zug, ne? Also viel dazu, hier noch ein bisschen Erfahrungspunkte zu geben mit Tanzen, ne? Boah. Oh, er war sogar Level 21, habe ich gerade gesehen. Also eine Verschwendung an Erfahrungspunkte, ne? Jetzt so viel mehr Erfahrungspunkte kriegen können. Immer auf Level 14 um. Wer ist denn hier noch so Level 13, 14 irgendwie? Alfred, ne? Hey, warte mal, Alfred, genau. Da war ja was. Na, hey.
Natürlich lebt er noch. So, ich muss eben den Zug erlegen, ne? Also, wow. Was mache ich eigentlich? Tue ich erstmal ja. Ihn wieder ein bisschen schwächen, ne? Schon wieder daneben gehauen. So, jetzt müsste er ihn eigentlich erledigen können, ne? Ihnen einen Kill gegeben hätte wieder, ne? Ja, wie sieht es jetzt aus? Danke. Ja. Krit wird das nicht killen. Trotzdem ein bisschen wenig. Am nächsten würde ich mit Bale ja erledigen. Alter. Reg dich doch mal ab, ey. Wow, was für ein Kampf. Null. So ein Geistbild, ne? Der Typ sieht so viel cooler aus. Das rot-blaue finde ich, sehe nicht gut aus.私の兄弟たちを殺すのですよ。あなたに負けたら。いいえ、そうでなくても。いつか私もこいつらに殺される。大丈夫。あなたは死にません。私がここにいるのがその証拠です。何か言いましたか？来ないなら。 Was sollen diese dummen blauen Haare? Okay. Einmal noch mal 10-1. Ich kann damit ja nicht interagieren. Nee.
Erst einmal mache ich ihn eher noch. Schon wieder noch was. Warte mal, damit kann ich noch was anrichten. Ja. Ein bisschen überschaubarer. Okay, jetzt könnte wir den eigentlich erledigen. Ich glaube, du triffst auch, ne? Aha. Oh Gott. Boah, die Animation ist sehr synchron von den beiden. Das ist natürlich ja so ein kleines Paradox, ne? Ist das dann auch passiert mit den Leuten? Ist das dann mit den Hauptcharakter auch passiert? Dass er sein sich aus der Zukunft bekämpft hat? Ja. Oh ja. 15 Züge. Perfekt. Schon wieder so ein blöd Time-Paradox. Warum muss Zeitreisen hier erfunden werden? Warum muss das auch noch da hinzugefügt werden? Muss das echt sein? So. Und jetzt? Ist ja wieder in der Zukunft oder in der Gegenwart. Okay. Sind wir eiskalt hier? Eiskalt, versteht ihr es? Na, da kommt aber noch irgendwas, ne? Okay, warst du schon immer so groß? Ist ja genauso groß wie ich, war der schon immer so groß? Ich dachte, der wäre mal kleiner als ich. Warum ist dein Klang größer als Alfred? Oh, treffen wir noch andere Geschwister von uns? Wir werden ja wohl wieder in die Gegenwart, oder in die Zukunft landen, ne? Und da war diese eine Szene, die wir gesehen haben, ganz im Intro, was übrigens immer noch nicht aufgeklärt ist. Was machst du jetzt irgendwie anders zu sagen? Wart ihr schon schön? Wart ihr schon schön? Was?
das ist mit mir zu flirten. Nehmen wir mal diesen Hirsch von vor 1000 Jahren mit in unser Lager, ne? Geil. Da ich hoffe, das mit den Zeitreisen bleibt jetzt nicht bis zum Ende des Spiels, weil das würde irgendwie die Story so ein ganz kleines bisschen ruinieren, würde ich sagen. Rot stand euch gut, aber für mich sehen eure Augen mit den jetzigen Farben besser aus. Okay. Wir wollen zweimal mit den Leuten hier reden. Und die sagen immer irgendwie so was, was mit dem Kampf zu tun hat. Oder irgendwas, was hier mit der Story irgendwie zu tun hat. Okay, warte mal, was hast du gerade gesagt? Was meine Schwester sein? Okay. Ich denke, was vollkommen anderes gelesen hat. Mitnehmen. Komm mit mir in die Zukunft. Du wirst mir Silberbarren. Du wirst für mich Silberbarren ausbrüten. Ja, sind eigentlich nur die Hunde. Da habe ich schon relativ früh festgestellt, Hunde geben mir irgendwie den ganzen Barren, Metallbarren oder so was. Weiße Hauptblase. Hier kommt wieder Cottontail, Hopping Down the Bunny Trail. Oh, ich habe mir eingeredet, ne? So. Gehen wir mal zur Weltkarte. Der sah mir aber irgendwie nicht so emotionslos aus im Intro. Als ich zum ersten Mal gesehen habe, wo der so größenwahnsinnig ausgesehen hat. Meint der Weg ist auch irgendwie, er wurde irgendwie geredconnt. Mitten im Spiel? Wie geht denn das? Wie kann man denn etwas der gleichen Geschichte irgendwie retconnen? Oh, ich habe so eine Vermutung, was jetzt passieren könnte. Unser böses Ich kommt mit in die Zukunft oder Sophia. Irgendjemand kommt mit aus der kommt von der Vergangenheit aus zurück in die Zukunft, ne? Irgendwie so was, ne? Pass auf. Unser böses Ich tut sich mit Sombron zusammen. Unser böses Ich aus der Vergangenheit tut sich mit den Sombron aus dieser Zeit zusammen. Irgendwie so was. Ich würde lachen, wenn das genau, wenn genau so was jetzt gleich passieren würde, ne? Aber ich kenne mich, ich liege meistens richtig mit meinen Theorien. Erstmal, dass wir ihn in so einer normalen Cutscene sehen, oder bin ich mir nur ein? Nicht mehr. なるほど。
では私にも子を使わせてくださいませ。思いにだ。はい。あなた様の御子を私に。すぐには可能。こたびの戦で武勲を挙げ、我の野望に供するというなら考えよう。承知しました。このセピア、あなた様の野望に組みすると誓います。 Aber es hat jemand, den wir schon kennen, und ich war einfach nur. Nee, ist dann jemand, den wir gesehen haben bisher, ne? もしも時を遡れたら確かめることができるのに。なんてそんな馬鹿げたことはできないわね。私はここで。 Hast du deine Erinnerung verloren? Hat so alles begonnen? あれは夢だったのでしょうか。夢？私と同じ顔の人と出会う夢です。あなたにもどこかに似ていました。あなたのような青い髪と青い瞳。それがとても綺麗でした。素敵な夢だったのね。でもここは寒いわ。風邪をひいたら大変。どこか暖かいところに行きましょう。立てるかしら。ありがとうございます。 こうして優しくされたのは初めてです。え？私の名前は、お父様がただ一度だけそう呼んだと。死んだお母様が教えてくれました。あなたの名前は？私はルミエルよ。聞いたことがあります。それはこの世に一人しかいない。 神竜の名前、お父様の敵の名前。あなたが神竜なら、私はあなたを殺さなくてはいけない。できなければ欠陥品です。すぐに処分されてしまいます。でも、私は優しくしてくれたあなたを殺したくない。こんなことを思うだなんて。 私は欠陥品です。欠陥品。欠陥品。欠陥品。欠陥品。欠陥品。そんなことを言ってはダメ。あなたは欠陥品なんかじゃないわ。けれど、このままではすぐに処分されます。お父様の異形兵の餌にされます。私はそれが何より怖い。 私は明日もその次も生きていたい。ただ生きていたいだけなのに。今日のことは内緒にしましょう。私もあなたを死なせたくなんかない。できればまたこうして会いたいわ。誰にも内緒でゆっくりお話ししましょうね。約束。 Ich weiß jetzt nicht so recht, was ich davon halten soll.
Warum müssen Zeitreisen? Das ist auch noch ein Teil hiervon sein. Und alles nur so viel dämlicher und komplizierter. Okay. Sonnenbrunnen. Nichts Neues. Tempel von Gradlon. Von dem letzten Dachsieg erwartet die Armee des Würmgottes eine finstere Überraschung. Okay. Verzerrte von irgendjemanden. Wen denn? Lumera? Ja, ne? Obwohl ich den Mann. Ja, unsere Kollegen, die haben dafür gesorgt, dass sie irgendwie, weil nicht in Reichweite ist von Sombron zum Wiederbeleben, ne? Muss ich mal irgendwie direkt an Naruto denken, wo einige Charaktere wiederbelebt werden konnten und einige nicht. Ich gucke mir in letzter Zeit viele Naruto-Sachen an, warum einige Sachen geändert worden sind oder warum einige Ideen, die früher gehypt worden sind, irgendwie aufgegeben worden sind. Oder Theorien und all sowas. Da haben wir hier irgendwas. Oh, hey. Mit wem? Bonnet und Fogado. Los geht's. Noch mehr Ahren. Er hat sich die Aufnahme eiskalt aufgehängt. Mitten im Gespräch. Boah. Okay, weiter geht's. Wir waren hier im Gespräch mit den beiden, ne? Göttlicher, ich schulde euch keine Entschuldigung für meine Unhöflichkeit neulich. Aber dazu war doch alles gesagt. Und ich habe meine Kleidung waschen lassen. Ist alles in Ordnung. Ja, aber das, was ihr mir gesagt habt, das zum Kochen mehr gehört als neue Geschmacksnoten zu kennen. Und weiter. Ich habe ja meine Frust ausgekocht. ありがとうございます。実はその時の料理を用意しているんです。
よろしければ食べていきませんか。もちろんいただきます。とても楽しみです。Cool. Noch ein Arang mit jemandem erreicht. Ja, yeah, Level 20, obwohl ich dazu gut wie nie benutze. Hat Obliguda und Fogado. Der war doch immer am anderen Ende der Karte. Wie habe ich mit dem Supportpunkte bekommen? Fune war ja die ganze Zeit in der Mitte. この前見たことは忘れてって言ったはずだよ。どうしてここに来たんだい。すみません。あなたが人知れず努力を重ねていると思うと、やはり気になってしまって。 神竜様に気にかけてもらえただなんて、俺は幸せ者だね。フォガート、私にも何か手助けをさせてください。手助け？でも特に困っていることもないし。では、親睦を深めるために一緒に食事でもどうですか？一緒に食事？はい。ま まさか神竜様の方から誘ってくれるなんて嬉しい。嬉しいけど、でも今はごめんなさい。え、振られてしまいましたね。Ich ehre dich mit meiner Anwesenheit und so dankst du es mir. いつか俺が大活躍した日のご褒美にとっておきたい。それぐらい価値のあることなんだ。 食事を励みに全部頑張れるような気がするから。わかりました。期待に添えるよう準備して待っていますね。ありがとう。俺これからもみんなのために頑張るよ。お気楽で軽い自警団の団長、そしてソルム王国の王子としてね。オッケー。 Ich glaube, so langsam muss ich ein bisschen Geschenke einkaufen und verteilen für alle Charaktere. So, weil hier sind noch eine Menge Leute, die noch einen A-Rang brauchen. So, noch mehr Clan und Fogado. とんでもない。で、何か収穫はあった？王子がバナナの調理法をたくさんご存知ということぐらいですかね。 それだけじゃ参考にならないかもね。いろいろ書き記していたみたいだけど見せてもらってもいいかな。あ、はい。汚い字ですけど。何何？フォガート王子は人が大好き。第一王子とは思えない親しみやすさがある。自警団を持っていてソルム各地の治安を守っている。 パーティーが好き。美味しいものが大好き。運動は全般的に得意だけど水泳だけはダメ。よく観察できているね。確かに俺はこんな感じの男だよ。思ったほどの大人じゃないでしょ。とんでもない。知れば知るほど素敵な大人の男性だと思います。全然見つからなくて。 Drei Maßen, ne? Brustumfang, Hüfte und Hintern, glaube ich. Breast, Waist und Hip, ne? Ja. Keine Ahnung, irgendwie so was. わかりました。ご一緒させていただきます。楽しみにしていますね。 Und Ivy und Vale. Los geht's. Ivy, これって 後悔しても遅いわ。償いがしたいと言ったのはあなたなのだから。でも言い訳は聞きたくないわ。さ。 償いとして完食してもらうわよ。この激辛料理を。恐ろしくて声も出ないようね。でも安心しなさい。かわいそうだから一口でも食べたら許してあげるわ。
Mag sie nicht scharfe Sachen? なんで美味しそうに食べてるのよ。かなり辛い料理を用意したのに。私、辛い食べ物が大好物なの。え？でも確かお父様はあの方は辛い食べ物を嫌悪されると聞き間違いだったのかしら。 美味しく食べられるのなら、それに越したことはないし、なんかあんなに泣いてるし。ベール王女、これであなたの償いは終了よ。そんなわけにはいかないわ。もう食べるのはやめる。これ以上普通に食事をするわけにはいかないもの。それはもったいないから、よかったら全部食べてちょうだい。それに今回でわかったのよ。 Okay. Keine Fragen? Okay. Gut. Wie heißt denn das nächste Kapitel? Das letzte Siegel. Das sagt mir überhaupt nichts. Ich weiß ja nicht, wie lange das Spiel jetzt noch ist, ne? Aber ich glaube, so langsam müsste ich mich echt hier so mal entscheiden, welche meine Go-To-Charaktere sind für das Finale. Ich will definitiv die Hauptcharaktere alle mitnehmen, also ihm sich sowieso, geht ja nicht anders, ne? Alfred, Hortensia ist eigentlich auch nicht schlecht, Ivy, Vale, Temera. Am liebsten würde ich auch Alquist mitnehmen, aber ich würde sehr viel lieber Etty mitnehmen, weil sie viel besser ist. Anna will ich auch einfach mitnehmen. Diamant. Und vielleicht hier. Nell und Rafal. John will ich eigentlich auch noch brauchbar machen, aber. Wäre interessant, welche Charaktere ich am Ende so mitnehme, ne? Und die überhaupt halbwegs gelevelt sind für das Finale. Keine Ahnung. So, bevor ich es diesmal wieder vergesse, Bandgespräche, ne? Weil das hatte ich letztens vergessen. Und die gucken wir uns heute mal an, ne? Haben sich jetzt nicht so viele. Jetzt nicht so viele zwischen den letzten Parts dazu gekommen. Ich glaube nur so 3-4 oder so. So. Ist das schon in Ordnung. Und zwar haben wir hier. Also was mir aufgefallen ist, es wäre irgendwie viel einfacher, wenn ich irgendwie diese Ports hier nach Charakteren sortiert hätte. Ich habe mir nämlich hier die. Ich habe mir hier auf meiner Liste, die ich schon seit Wochen benutze, die Charaktere nämlich notiert, also die Emblem-Charaktere. Da muss ich dann immer gucken. So, ich habe zum Beispiel Celica. Jetzt muss ich erstmal Linden hier suchen. Ne? Wäre irgendwie viel besser, wenn ich erst die Charaktere irgendwie so hier nach die spielbaren Charakteren hier so sortiert hätte. Und das ist genau umgedreht. あんたの世界のことを教えてくれんかな。私にもこの世界のことをいろいろと教えてもらえたら嬉しいわ。いや、しょんばり、アルツアイト。うわ、アルツ。 So, Hortensia hat Celica auch auf Level 10. Nein. Boom. Celica って いつも笑顔よね。 それがカレンさんの秘訣かしら。 ねえ、あなたは怒ることってないの？ もちろんあるわよ。
人々を困らせる乱暴者を目にした時とかね。Okay. So, dann haben wir Sigurd, Rosado, hat man ja vorhin von Action gesehen. Inochigake de dashitsu shi, yubiwa o motte kite kureta sou da ne. Sono yuuki to koudou ni kansha suru. Stimmt. Rosado. Tsukamari ippanashi nano wa kakko arukatta kara ne. Sigurd no nakama no monshou shi o tasukerarete yokatta yo. So, dann haben wir Zelkov live. Zelkova, 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 aber du bist so. Der Charakter von dem Typ, ne? Okay, ach, zum Brunnen muss ich auch noch. So, dann haben wir Fram und Erika. Das war noch alles vom letzten Mal bei einigen Charakteren. Mit Erika, also genau, was meine ich jetzt? Anstatt jetzt hier irgendwie nach den Emblemen ja zu suchen, muss ich immer die Charaktere ja, hin und her suchen. Fugado und was habe ich gesagt? Erika. Mal außen. Geräumt. Die sich alle so gut leiden könnten, ne, zwischen den Emblemen und den Charakteren, ne? Warum ist eben, warum geht denn niemand irgendwie an die Kehle von irgendjemanden? Wäre doch voll lustig. So, Sidal und Mikaya, mein Gott. Marin, habe ich gedacht. Ne, Mikaya und Marin. Haben wir gerade. Auch nicht, weil ihr ein Emblem seid und tot seid. Keine Ahnung, wie das funktioniert, ne? Wurde das irgendwie so aufgeklärt? Die sind einfach nur Leute aus anderen Welten, ne? Wir haben alle weiblichen Hauptcharaktere, also Emblem-Charaktere, irgendwie die gleiche Aura, so, ne? Alle irgendwie voll sanftmütig und so, ne? Bis auf Lin. Also, alle haben so sanfte und ruhige Stimmen. Ah, Lucida und Luis. Defini. Aber schon auf B. Lukina-san wa one-sama to yobareru no to yobu no to de wa dochira ga konomi desu ka? Yobareru no wa kihazukashii no de endyo shitai no desu ga. Donata ka wo Lucina dann klauen. Habe ich anderen Charakter. So ich da nachdenke. So, Bonnet. Auch mit Lucina. Schlitz, Stich. So, dann haben wir noch bei Lev und Citrin und Lapis. Haben wir auch gerade in Action gesehen, die beiden. Lydia war so ein König, ne? Kisen ni kakawarazu, jitsuryok sae areba, ouji no shinka ni batteki sarerun da mono. Tashika ni,
多くの人は身分を気にしてしまう。国の度量の大きさが分かる話かもしれない。Man hatte eigentlich nicht hellgrüne Haare. Ich nehme an, das ist ein Spoiler, aber so gegen Mitte des Spiels bekommt Byleth irgendwie hellgrüne Haare, weil er dann eins mit der Göttin wird. Ne? Warum ist die Version eigentlich nicht? Ich nehme an, das ist ein riesiger Spoiler, ne? Genau deswegen, ne? Nur deswegen können die ja hellhaarigen Byleth nicht reinpacken. In Smash Bros. Kann man den, glaube ich, spielen. Wir haben keine. Das ist das Problem. So, mal dann auch nicht. So, jetzt noch mal kurz zum Trainingsplatz und irgendwas vom Brunnen abholen. Wir haben 3 Sterne reingeballert. Wir kriegen wir nichts Gutes. Irgendwas Gutes. Und zum Spielen und Schokolade. Ja. Kann ich aber meine Statue noch bestaunen, ne? Vielleicht hat es sich ja wieder verändert oder so, ne? Oh, guck mal hier. Oh. Ja, sein kann. Vielleicht ändert sich da jetzt mal irgendwie was, ne? Vielleicht tut Zirkus mich ja irgendwie so meißeln. Mit einem riesigen, langen, stahlharten Schwert. Ne? Also noch ein größeres. So, guck mal, ist ja schon hier über. Kommt voll Dendro-Energie raus. Ja. Fortschritt. Schweigen. Nicht schlecht. Okay, sind wir aber fertig. Cool. Dann. Ja, mache ich wieder offscreen alles, ne? Wird wieder hier 10 Jahre dauern, ne? Aber kennt man ja schon. Nächstes Mal sind wir schon in Kapitel 25. Also wird es danach noch weitergehen, ne? Also es kommen mindestens noch 2 Kapitel, ne? Weil ich kann mir nicht vorstellen, das letzte Siegel zu brechen, das finale Kapitel ist, ne? Außerdem wird da meistens immer so angedeutet mit so, oh, finales Kapitel, ne? Oh, Sternschnuppe. Wünscht euch was. Also nehmen wir jetzt mal an, das ist das letzte Siegel, ist auch das letzte Siegel, ne? Und direkt danach geht schon in den finalen Kampf. Das würde bedeuten, Kapitel 26 wäre das letzte. Minimal. Was würdest du sagen? Okay. Stimmt, ich sollte mal irgendwie auch abchecken, ne? Was dir zu sagen haben, so mit dem grünen Text. Oh Gott, ich habe gar nicht mehr so viele Bandfragmente. Aber ich gehe jetzt mal fischen, um die zu sammeln. Fischen gibt mittlerweile enorm viel, wenn man die richtigen Sachen fischt. So, Vale ist meistens immer in der Mitte. Ich sag für. Okay. Ja, ich habe das Gefühl, er wird irgendjemand sein, immer kennen, der irgendwie hat Siegel bewacht. Und ich habe so das Gefühl, es ist Lumera, ne? Was? Das wäre jetzt die einzige Person von Wichtigkeit, die mir jetzt noch einfallen würde. Wenn zum Beispiel Zephia zum Beispiel gewesen wäre und sie hätte noch überlebt, dann nehme ich mal an, hätte Vale auch irgendwie was gesagt, ne? Wenn es Sombron wäre, dann hätte sie uns wahrscheinlich gewarnt, ne? Und wenn Lumera ist die einzige, die Sinn machen würde, einfach nur weil sie ist, weil es sehr unangenehm wäre, gegen sie kämpfen zu müssen, ne? Deswegen hat sie nichts gesagt, deswegen wird sie auch nichts sagen, ne? Ansonsten wüsste ich jetzt aber auch nicht. Eine Person kennen wir ja nicht, ne? Da sind doch schon alle wichtigen Charaktere, ne? Wen haben wir denn noch hier? Hier gibt es ja noch Wichtigeres, immer nicht. Die 4 Bluthunde haben wir erledigt. Sombron, ja, ist der finale Boss, ne? Wird er schon irgendwie was sagen? Wenn ich. Oh, das ist eine komische Laufgeschwindigkeit. Was
So. Din, 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 din. Din, din, din. Muss ich nur eine Badehose tragen? Dann wäre es die beste Baywatch. Also, du kannst ja jede. Normalerweise, wenn man, was ich von Rollenspielen gewöhnt bin, ist, man hat entweder eine Laufanimation, dann vielleicht eine etwas schnellere Animation, dann eine Rennanimation. Ne? Und je nachdem, wie hart man den Controller in eine Richtung bewegt, switcht man zwischen diesen ganzen Positionen. Aber ich kann ja hier irgendwie zwischen jede einzelne Geschwindigkeit hier wechseln. Das ist krass. Das ist bestimmt eine ganze Level für weggefallen, um das zu programmieren. Na gut, aber ich würde sagen, das war's dann. Ne? Ich mache wieder hier meine Runden, mache die Arena, mach Aschen, mach Angeln, mach Training, mach Drachenfliegen, mach Ringe polieren und all das gute Zeug. Ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder weitergeht mit der Story. Ne? Weil wir haben ja alles andere erledigt. Also geht jetzt nur noch die Story. Ne? So lange wird das Projekt nicht mehr sein. Ne? Ich glaube nicht, dass wir irgendwie noch 10 Parts oder so bekommen. So ungefähr vielleicht noch so, ne? Aber ja, bald wird es zu Ende sein. Schade. Aber gut, ich sag dann für heute erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal super weiterhelfen. Und wir sehen uns dann. Tschüss. Tschüss.